Gute und herzlich willkommen zum Wintertransfer Roundup, präsentiert von PaySafeCard. Christoph Piontek, der steht vor einem Abschied bei der Hertha, könnte zu seinem Ex-Club CFC Genua zurückkehren. Laut Sky haben sich die beiden Vereine bereits geeinigt über eine Leihe bis zum Saisonende mit Kaufoption für Genua in Höhe von 17 Millionen Euro. Einzig Piontek muss der ganzen Sache noch zustimmen. Außerdem Thiago Silva verlängert beim FC Chelsea. Der hat von 2022 bis 2023 einen weiteren Einjahresvertrag unterschrieben und der Brasilianer wird dann bei Vertragsende 38 Jahre alt sein, ist aber nun mal auch einer der wichtigsten Spieler unter Thomas Tuchel. Michael Cuisance ist keiner der wichtigsten Spieler beim FC Bayern und wird den Verein verlassen oder hat den Verein verlassen, nicht auf Leihbasis, sondern diesmal fix, wechselt zum Serie A-Aufsteiger Venezia für knapp unter 5 Millionen Euro. Und abschließend, der Formsache halber, der Ricardo Pepi-Deal ist durch, hat beim FCA unterschrieben für kolportierte 13 bis 16 Millionen Euro bis 2026 mit Option auf ein weiteres Jahr.